Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Wir machen was Asiatisches. Und zwar eins meiner absoluten Lieblingsgerichte. Und jetzt müssen wir auch ehrlich sein. Wir haben das Video schon mal gedreht, nicht wahr, Tim? Das war das legendäre Video, wo ich die Chili ins Auge bekommen habe. Genau. Blenden wir euch kurz ein. Scharf wie Sau. Aber schmeckt total geil. Leute, macht's nach. Oh mein Gott, ins Auge. Oh. Ich lösche dieses Video jetzt und wir drehen es nochmal. Weil, aber wie können wir es dann einblenden, wenn du es löscht? Naja, du nimmst einen Part aus dem Ach Video so. Raus und hast den jetzt eben hier gerade eingeblendet. Okay. Und dann seht ihr, wie ich... Ah, wie, und dann, oh mein Gott, ich hab's schon wieder getan. Ah, okay. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe mir gerade schon wieder ins Auge gefasst. Aber was habe ich denn jetzt am Finger gehabt? Ah, das muss Sucuk gewesen sein. Sucuk. Für das Short, das bestimmt schon online ist, oder? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ah, Sucuk-Finger. Okay, Kinders, wir fangen noch von vorne an. Also so halbwegs von vorne. Das Rezept haben wir schon mal gemacht. Es schmeckt so geil. Alle haben das so hart gefeiert und es hatte viel zu wenig Views, nicht wahr? Ja. Deswegen machst du es nochmal. Ja. Wenn das Ding hier nicht 100.000 Views kriegt, lösche ich es wieder und mach es nochmal. Es muss einfach, das müssen alle sehen. Ja? So, was wir machen, Rinderhack haben wir hier. Werden wir jetzt auf jeden Fall mal marinieren. Und der Tim muss mir auf jeden Fall das Rezept vorlesen, weil, ja, aus Gründen, ne, weil ich mir nichts mehr merken kann. Und wir haben gerade eben gemerkt, dass ich wahrscheinlich eine Brille brauche. Ne? Ja. Ich habe versucht, hier so Zutatenlisten zu lesen. Das ist unangenehm, sage ich mal so. Tim, was marinieren wir denn das Fleisch? Ja, hallo erstmal. Hallo erstmal, ich bin der Bruno. anderthalb Esslöffel Sojasauce. Anderthalb. Sehr gut, einfach standardmäßig Sojasauce. Wie viel Fleisch haben wir? Wir haben 250 Gramm Hackfleisch. Okay. Eins, anderthalb. Perfekt. Dann kannst du 13 Knoblauch reinklatschen. 13 Knoblauch. Die haben wir hier. Da geht hier immer Balci, ihr wisst Bescheid. Drauf, drauf, drauf. Und dann, zack, schnell zusammengehackt. Ist auf jeden Fall die schnellste Variante, wenn ihr mich fragt. Und ist auch geil, wenn man nachher ein bisschen drauf beißt. Ne? Also, ja. Knobi? Wir haben einen Esslöffel Ingwer oder ein Stück Ingwer, je nachdem. Ah. Würde ich sagen, machen wir auch hier die grobe Variante, gell? Ja, weil das funktioniert mit dem Ingwer ja auch hervorragend. Einfach draufgehauen und runtergehackt. Ich liebe dieses Beil. Falls ihr noch keins habt, ihr könnt euch bei Heiso eins rauslassen. Heiso Solingen, ihr wisst Bescheid. Wir haben hier ein Rabattcode für euch. Gilt übrigens auch für den geilen Wok. Ja? So, den gibt es aber bei Hoffmann, nicht bei Heiso. So, Hammer. Wir haben ein Esslöffel Kochwein. Und da müssen wir genau sein. Ne? Kochwein, wisst ihr Bescheid? Falls ihr nicht wisst, woher bei uns im Shop, Link ist in der Videobeschreibung. Aber nicht mehr, nicht weniger, weil... Warte, Link ist auf der Webseite. Ah, stimmt. Nicht der Webseite. Es soll ja Leute geben, die haben unsere neue Webseite noch gar nicht gesehen. bernd-zehner.de. Ist mal hier, guck mal. Sieht gut aus, gell? Bra. Das hat was zu tun, gell? Ja. So, was noch? Salz, Pfeffer. Aha. Wie viel? Salz, Bisschen. Pfeffer. Ein bisschen. Eine Prise. Bisschen Salz. Und dann war es das auch schon. So, und dann marinieren wir gleich dann, der Rest ist dann Soße, ne, die wir zusammen rühren. Das ist nämlich geil so, weil bei den anderen Nudeln ist es so, man kocht quasi die Nudeln extra und dann macht man die Soße in den Teller, macht die heißen Nudeln oben drauf und dann rührt man das danach erst durch. Und das ist das geile Shit, Alter. Mann, ey. Ich habe gerade wieder die perfekten Nudeln gegessen in Berlin. Lios Nudelhaus, wer es nicht kennt, ist auf jeden Fall im Delicious Cinematic Food Guide mit drin. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Grüße gehen raus an Bernhard, wenn du das siehst. Du bist der Allergeilste. So, Wok steht. Ja? Dann braten wir uns jetzt mal so langsam hier bis die Fleisch, während wir Soße rühren. Bisschen Pflanzenöl unten rein. Fleisch rein. So. Und das steht jetzt auch nur auf 7, der Wok. Also hier geht es nicht darum, besonders heiß und besonders schnell zu sein, sondern wir wollen das hier tatsächlich schön fein und trocken braten, das ist die Idee, ja. So, das ganze Fett soll raus, es soll so ein bisschen knusprig sein. Der komplette Rindfleischgeschmack soll sich konzentrieren. Und deswegen gerne hier von Anfang an direkt klein machen. Kein Problem, wenn da nachher so ein bisschen Stückchen ist zum Beißen. Ja, aber schon hier versuchen, kleine Stückchen draus zu kriegen. So, dann kann das hier so schön vor sich hin braten. Guck mal, so sieht es aus, geil. Ingwer, Knoblauch, alles macht, was es muss. Als nächstes nehmen wir uns mal die Soße vor die Brust. Timmy, du liest mir vor, ja? Yes. So, ich habe jetzt hier schon mal 2 Esslöffel Tahin drin, ne? Sesampaste, geil, Alter. Riecht knaller. Okay, was kommt dazu? 1,5 Esslöffel helle Soja. Oh, die helle Soja.
Anderthalb. So. Einer und ein halber, jawohl. Und einer dunkle. Ein dunkler, es gibt halt wirklich geil, immer Flavor, ne? Farbe, Killer. Ein dunkler, jawohl. Dann haben wir einen halben Teelöffel Zucker. Ja. Gerade so ein bisschen brauner Zucker, ne? Salz ja. Auch ein bisschen? Nö. Ich mach einfach ein bisschen. Ja. Obwohl Soja drauf. Perfekt. Ein Esslöffel Chili Flakes, beziehungsweise halt getrocknete hab ich hier. Chili-Pulver. Was ihr habt gerade, ne? Aber das hier sind schon, da sind schon, sind schon Peppercorns mit drin. Geht auf jeden Fall ein bisschen was mit rein. Guckt da mal im Asialaden, kriegt ihr bestimmt was Geiles. Und ein Esslöffel Chili Flakes in Öl. Das ist ja auch so geil, ne? Das, ich liebe das Zeug. Das ist jetzt auch hier, guck mal, Lugana. Die sind, da sind noch schwarze Bohnen mit drin. Das ist auf jeden Fall auch Killer. Sind gar nicht so scharf, wie man denkt. Aber ich liebe das Zeug, ne? So, das rühren wir uns jetzt hier auf. Und dann haben wir hier so eine schöne, guck mal, so eine schöne dicke Paste. Die ist wichtig, ja. So, kommt da nicht noch Szechuan-Pfefferkörner rein? Yes, da kommt ein Teelöffel Szechuan-Pfefferkörner rein. Ich dachte schon, da fehlt noch eine Kleinigkeit. Haben wir schon gemörsert eben. Szechuan-Peppercorns einfach kurz im Wok, bevor ihr loslegt. Heiß machen, rein in den Mörser. Und wie viel hast du gesagt, Timmy? Ein Teelöffel. Teelöffel? Ja, ich mache jetzt mal. Guck mal, hier, so sehen die jetzt aus. Boah, dieser Geruch, ne? Und das ist das Geile nachher. Rein mit euch. Jo, keine Gefangenen. So. Und später machen wir noch zwei Hühnerbrühe dazu. Ja, die gießen wir nachher an, wenn die Nudeln im Teller sind. So, das ist jetzt mal hier die Paste. Guck mal, so muss die aussehen. Richtig schön dick. Ja, tip top. Perfekt. Was wir jetzt hier noch drauf machen können, ist ein Schluck Sesamöl. Und zwar habe ich hier so ein geröstetes Sesamöl. Machen wir auch nochmal einen guten Esslöffel drauf. Ich mag es einfach, wenn es flutscht nachher, ne? Oh ja, Baby. Schön glänzend. Und du sollst halt auch so diese volle Sesamdröhnung haben, ne? Das ist mir wichtig dabei. So, dann lass mal gucken, wo wir hier sind. Flippst du aus. Sehr gut, die haben wir jetzt da. Pak Choi. Und ich habe ein paar Sprossen, die schmeißen wir einfach nachher oben drauf für ein bisschen Knack. Und ich habe jetzt hier diese chinesischen dünnen Nudeln. Das sind Eiernudeln. Ja, nehmt was ihr wollt. Ich habe mit denen hier wirklich immer meinen Spaß gehabt. Die Dinger sind echt geil. Asialaden. Nudelregal, nehmen, worauf ihr Bock habt. Aber schon geil, wenn ihr so chinesische Eiernudeln habt. Die kommen jetzt hier, das gesalzene Wasser, 4 Minuten. So, wir gucken jetzt mal hier im Wok. Aha, hört ihr das? Es fängt an, so langsam ein bisschen knusprig zu frittieren. Im eigenen Fett mit ein bisschen Pflanzenöl. Genau das ist das, was wir haben wollen. Ja, perfekt. So, jetzt wollen wir einfach nur noch auf die Nudeln warten. Und dann Teller raus. Und dann können wir uns auch schon mal einen geilen Teller vorbereiten. Und dann basteln wir uns das. Und das wird herrlich. So, hier. Hör mal. Genau das. Jetzt geht hier ein ganz kleines bisschen Hühnerbrühe drauf. Damit wir auch so ein bisschen Bratensatz lösen und so. Dass wir hier alles an Flavor in unser Hack reinbekommen. So, und dann können wir den eigentlich ausmachen, den Wok. So, dann fangen wir an und bauen. Geil. Schöner Teller. Vielen herzlichen Dank, liebe Katrin, hat sie uns geschenkt. Sieht geil aus, ja? So, jetzt gehen hier unten rein. 4 fette Löffel von unserer Paste. Also es reicht gut für 2 Teller, würde ich sagen, ne? So, bitte. Und Nudeln schütten wir jetzt mal ab. Die müssen wir noch mal ein bisschen kürzer machen, sonst wieder Chili im Auge nachher. So, Nudeln habe ich abgeschüttet. Ein bisschen was vom Wasser habe ich mir hier hinten noch mal aufgestellt. Da fliegt jetzt mal fix noch der Pak Choi rein. Den blanchieren wir uns hier ein bisschen. Weil der kommt einfach so schön mit drauf. Ne? Das sieht einfach geil aus, schmeckt gut. Und was immer wichtig ist bei den ewigen langen Nudeln, ich sage euch, Kinders, es macht absolut Sinn, die noch einmal durchzuschneiden. Ich stelle mir immer vor, wie geil das wäre, wenn wir das einfach am Messer so schneiden können. Das geht tatsächlich. Ich will die einfach ein bisschen kürzer machen. So, damit die nicht nachher so ganz schlimm sind. Ja? Schere wäre geil gewesen, aber wir haben keine. So, das reicht mir schon. Okay, jetzt gehen wir her. Holen uns hier die Nudeln. Oh ja. Yeah. So, und die sind schon gekürzt, guck mal. So, die Nudeln gehen jetzt hier rein. Da gehen dann noch ein paar Nudeln dazu. Und falls ihr Nudeln übrig habt nachher,
Dann halt abspülen. Komm her, du. So. Boah, die sehen da so geil aus, Alter. Tipptopp. Kalt abspülen für die nächsten Portionen, ne? Warum? Sonst kleben die aneinander, ne? Wenn man die nicht abspült, so die Stärke, klebt dann die Nudel zusammen. Und am allerbesten machst du so ein bisschen Sesamöl drauf, aber dann hält auch die Soße nicht mehr so geil. Also es ist so ein Für und Wider, ne? So wie jetzt ist es natürlich am besten, ne? So. Perfekt. So, jetzt gehen wir her und machen uns hier vom geilen Hack. Einfach hier oben ein bisschen was drauf. Und ihr werdet gleich sehen, ey, das knallt so rein, Jungs. Das knallt so rein. Das ist so, Mann, hier ein paar Sprossen. So, nur für den Knack und für den Crunch. Könnt auch gerne was Grünes drauf machen. In dem Fall ist es bei uns, ja. Oh, hier ein Nudel, gut. Das ist bei uns der Pak Choi. Eine Minute braucht er noch. So, Pak Choi auch fertig. Oh, sieht geil aus. Einfach schön knackig, frisch blanchiert. Tipptopp. So, jetzt machen wir hier unten Strunk raus. Dann legen wir uns die Blätter einfach hier schön an die Seite. Sieht wunderschön aus und es schmeckt brutal. So, und jetzt machen wir ein Foto und dann probieren wir es zusammen. Oh, Timmy Kimi, guck dir das an, Fokus ist on point. Oh mein Gott, ich war jetzt langsamer als der Fokus, gell, Tim? Ist auch belastend, guck mal, wie geil. So, jetzt sieht man noch gar nichts von der geilen Soße unten drin, ne? Das ist der Trick dabei. So, normalerweise würdest du jetzt hingehen, machst du hier so ein paar Stäbchen auf einfach, zack, und dann gehst her. Und dann hast du deine Schüssel und dann gehst rein und dann fängst an, die hier unten hochzunehmen und immer hier so oben drüber zu legen. Und guck mal, was jetzt passiert. Guck mal. Und dann guckst du, dass da alles mit reinkommt. Yeah. Und was ihr auf jeden Fall nicht machen solltet, das Zeug so lange stehen lassen wie wir und ein Foto machen, dann wird es immer kritischer. So, ich rühre jetzt mal hier eine Runde, bis alles schön verteilt ist. So, ein bisschen durchgerührt. Ihr könnt euch immer noch ein bisschen Hühnerbrühe dran machen oder so, wenn es ein bisschen zu trocken ist und so. Das, aber ich brauche das nicht. So ist geil. Man ist einfach einen Augenblick Arbeit. Aber erstmal, guck mal hier, so einen kleinen Pak-Choi an der Seite. Ey. Sesam. Szechuan Peppercorns. Ich unbedingt noch einen zweiten nehmen. Geil. Das ist so geil. Wer das nicht nachmacht, dem kann ich nicht helfen. Oh, das würde ich so wegpolieren. Sorry Jungs, nichts für euch. Leute, macht's nach. Dandan-Nudeln, diesmal ohne Chili im Auge. Kanal abonnieren, kostet nichts, schmeckt gut. Kauft euch einen Hoffmann-Bock, kauft euch ein Heißo-Messer. Kocht das geile Rezept nach, schreibt mir einen netten Kommentar, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich, bis bald, haut rein, ciao!